Leute, wir freuen uns. Oh, ich hab nicht mit denen. Was geht ab, Pizza? Leute, euer Jungs, I'm Desu. Bin gerade auf ihr Fuß getreten. Bin hier mit einer netten Dame. Nice to meet you. Wir machen heute die Crossball-Challenge auf Extrem. Sie behauptet, sie ist gut im Fußball. Wir dachten uns erstmal einen richtig geilen Ball geholt hier. Und zwar den Original, weil wir gerade in Amerika sind. Den Einwandererball. Falls ihr nicht wisst, was die Crossball-Challenge ist, wir müssen von der Mittellinie hier, ich nenne das mal Mittellinie, weiße oder die gelbe Latte treffen. Ja? Das ist die erste von drei Challenges. The yellow or the white one? Okay. Okay, wo willst du hin? Was war das denn? Und wer hat überhaupt gesagt, dass man den Ball in die Hand nehmen darf? Jetzt kommt The Master in Crossball Challenge. If you don't know about Deco, why not root white, check out the... Oh, schade. Ups. Ups. If you don't know about Deco, why not root white, check out the... Oh, aber nein. Zählt. Sie meinte gerade, das zählt, aber zählt nicht. Das ist für mich. Wir müssen das hier beenden. Deswegen jetzt auf Ansage. Runde geht an mich. Hoffentlich hat sie nicht gemerkt, dass sie die Ball schon getroffen hat. Oh, das ist das. No. So. No, I won. Mine touched the yellow thing, but he was like, you can't see it that way. Ich weiß nicht, wovon sie redet. I don't know what you mean. You're lying. I don't know what you're talking about. Auf jeden Fall, erste direkte Runde geht an mich. Thank you for losing. Yeah. Okay, Leute. Zweite Challenge. Wer kann den Ball länger oben halten? Enisa? Oder Simon? Enisa? Oder Simon? Simon? Shut up! Als erstes, sie ist dran. Mal gucken, wie oft sie den Ball oben halten kann. Hä? Okay, pass auf für Kamera. Das waren drei. Try another time, zweite Chance. Okay, what was that actually? Okay, how much was that? Four. Sie hat vier geschafft. Wait. Okay. Oh my god. Okay, nice, geil. Ja, super. Oh shit! Sie hat Tor gemacht! Oh shit! Oh! Okay, sie hat gerade 5 geschafft. Ich habe 3 Versuche, 5 zu schlagen, aber easy. Easy. Okay. Beim ersten Mal 5. Einmal noch versuchen. 6 muss sie schaffen. Ich hab gewonnen! Komm her! Komm her! Ich hab die erste Challenge gewonnen und die zweite Challenge gewonnen. Ich gebe mir noch mal dritte Chance. Wenn du diese Challenge schaffst, wenn du diese Challenge gewinnst, hast du gewonnen. Okay. Komplett. Okay. Okay, super. Let's... Also meine Freunde, die dritte Challenge ist jetzt angetreten. Und zwar, es hört sich einfach an, aber. Es geht darum, wer kann schneller diese Treppen da hochlaufen. Aber es gibt so ein kleines Problem. Und zwar könnt ihr ja sehen, es ist Silber. Und ich zeige euch mal ganz kurz was. Wenn man nämlich hier hochgeht, ist ja alles easy, alles cool, alles Spaß, haha, Lachen, Freundschaft, alles schön und gut. Aber wenn man dann runter will, dann sieht man einfach mal gar nichts. Und man wird sich wahrscheinlich hinmaulen. Hi!
Deswegen ist diese Aufgabe schwerer, als man denkt. Guck mal, ich kann sogar gar nicht hier runterlaufen gerade. Oh mein Gott, ich sehe fast gar nichts. So, und dann wollen wir mal gucken, wer von uns schneller ist. Also, jetzt werde ich sie mal hier wieder in dieser Challenge besiegen. Duh. 3, 2, are you ready? Warte, wer hat gewonnen? Bist du sicher? Ich sure. Because I jumped. Ich habe natürlich extra gemacht, damit sie ein bisschen Chancen hat. Wollen wir mal ganz kurz in der Wiederholung gucken, wer wirklich gewonnen hat. Oh mein Gott, niemals! Das bedeutet, sie hat alles gewonnen. Everything. Oh nein! Okay, Gratulation. Danke, dass du mich hängst. Danke. Okay Leute, das war's erstmal. Falls ihr Bock auf mehr hinterlasst, auf jeden Fall einen Daumen hoch. Lass uns einfach schaffen, 50.000 Daumen hoch. Schaffen wir das? Do you think we can do it? Is it a yes or no? Maybe. Ja, sie sagt maybe. Ich glaube schon, wir schaffen das. 50.000 Daumen hoch und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.